Wenn Menschen anderen Menschen etwas klauen, nennt man das in Deutschland Diebstahl. Wenn man das Diebesgut weiterverkauft, nennt man das Hehlerei. Wenn man beides erwerbsmäßig betreibt, nennt man das Kulturpolitik. Nach den Corona-Lockdowns sind die deutschen Museen wieder geöffnet und in vielen Museen findet man mehr Diebesgut als im Keller der Panzerknacker. Die Rede ist von Raubkunst. Man geht davon aus, dass sich 95% des gesamten afrikanischen Kulturerbes außerhalb von Afrika befinden, in westlichen Museen. Allein in ethnologischen Sammlungen in Deutschland werden hunderttausende Objekte aufbewahrt. Und aufbewahrt heißt nicht unbedingt ausgestellt. 95% der Bestände verstauben in Archiven, ohne jemals ausgestellt zu werden. Vieles liegt einfach da und verstaubt. So auch im neuen Humboldt-Forum in Berlin. Da weiß auch kaum jemand, was da alles im Keller liegt. Diese Werke haben übrigens in Museumskreisen die Bezeichnung Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Und wenn man einer alten Oma die Tasche klaut, dann kann man auch sagen, ja, das ist keine Beute, das ist Sammlungsgut aus geriatrischen Kontexten. Immerhin, die berühmten Benin-Bronzen sollen bald nach Nigeria zurückgehen. Bald im Sinne von irgendwann in den kommenden Jahren. Das ist geplant. Ein wichtiger erster Schritt. Man fragt sich, was hatten die eigentlich in Berlin verloren? Früher war Benin ein Königreich. 1897 hatten britische Kolonialtruppen bei einer blutigen Strafexpedition den Palast geplündert. Die erbeuteten Bronzen wurden weiter an europäische Museen verkauft. Die Verhandlungen über Rückgaben laufen schon länger. Schon ziemlich lange. Es gab immer wieder Anfragen, ohne dass sich etwas bewegt hätte. Es gab aber auch jahrzehntelang nicht einen Hauch von Unrechtsbewusstsein auf europäischer Seite, weil man natürlich sicher war, die Kunstwerke seien in Europa besser aufgehoben. Das ist die kulturelle Überheblichkeit des Westens, dieser Anspruch, die Kultur der ganzen Welt zu sammeln und besitzen zu können. In Berlin betrifft das übrigens den Inhalt der halben Museumsinsel. Berühmtestes Beispiel, diese weltbekannte Büste der altägyptischen Königin Nofretete. Sie wurde 1913 von deutschen Archäologen illegal nach Berlin geschafft. Ja, und da wird sie auch bleiben. Da haben die Ägypter keine Chance. Es sei denn, sie können Nofretete dazu bringen, eine Straftat zu begehen, dann wäre sie aber ruckzuck wieder zurück in Ägypten. Es gibt mehrere altbewährte Strategien, die Museen drauf haben und anwenden, um Dinge behalten zu können, die ihnen nicht gehören. Eine Möglichkeit, einfach gar nicht sagen, was man so hat. So ist das jahrzehntelang gelaufen. Die Deutschen sagen, wir veröffentlichen keine Liste, denn das würde, Zitat, Begehrlichkeiten wecken. Das sind aber auch blöde Begehrlichkeiten, ja, wenn man zurückhaben will, was einem geklaut wurde. Ich frage mich immer noch, warum die Täter aus dem Remo-Clan, die damals diese Goldmünze im Bode-Museum geklaut haben, warum die verurteilt worden sind. Mit der Qualifikation können die in vielen deutschen Museen Direktoren werden. Es gibt aber auch noch andere Methoden. Eine Methode ist zu sagen, wenn wir anfangen, irgendwas zurückzugeben, betrifft das die gesamte Bundesrepublik. Deshalb müssen wir die höhere Instanz anrufen, die KMK, Kultusministerkonferenz. Und die war damals schon berühmt für ihre enorme Langsamkeit. Das nennen die unter sich eine retardierende Maßnahme, Zeit gewinnen. Das ist jetzt aber gemein, zu sagen, deutsche Kultusminister und Kultusministerinnen seien langsam. Das sind doch bekanntermaßen hochmotivierte Leute, das wissen wir doch alle. Das sind Kerzen, die von beiden Seiten brennen. Die sagen, wir haben viel um die Ohren. Aber sobald wir es geschafft haben, unsere Schulen zu erneuern und zu digitalisieren, geben wir Kunstwerke nach Afrika zurück. Falls Afrika bis dahin nicht durch die Kontinentalverschiebung zu Australien gehört. Dritte Methode, beschwichtigen. Vertraut uns einfach, alles in bester Ordnung. Nach außen hieß es, na, gar nichts, alles legal erworben, wir haben Belege. Alles legal erworben, auf jeden Fall nicht geklaut. Der Pergamonaltar, ja, der ist vom LKW gefallen. In manchen Museen setzt langsam eine Art Umdenken ein, das muss man fairerweise sagen. Hier und da ändert sich etwas, es entsteht zumindest ein Bewusstsein dafür, was wir anderen Kulturen entrissen haben. Ist das auch überall so? Zu diesem Thema befrage ich nun die Kunsthistorikerin Dr. Henriette Mops-Meissner. Sie ist Kuratorin für afrikanische Kunst im Ethnologischen Museum Oer-Erkenschwick. Guten Abend, Frau Dr. Mops-Meissner. Einen schönen guten Abend. Eine wirklich schöne Studio-Deko haben Sie da. Ist die fest eingebaut? Die würde so wahnsinnig gut in unseren Südflügel passen. Ich hole mal ganz kurz den Akkuschrauber. Nein, nein, bleiben Sie bitte hier und hier wird nichts mitgenommen. Ja? Lassen Sie uns über afrikanische Kunst in Deutschland sprechen. Einige afrikanische Staaten fordern ja seit längerem ihre Kunstwerke zurück. Mit welchem Recht bewahren wir die eigentlich bei uns auf?
Ja, ja, jetzt plötzlich auf einmal interessieren sich die Afrikaner für ihre Kultur. Die war denn früher nicht wichtig, sonst hätten die sich ja nicht mir, nichts, dir, nichts kolonisieren lassen. Aber wir Europäer, wir fanden halt die afrikanische Kultur schon klasse, bevor es cool wurde. Wir sind quasi die Fans der ersten Stunde. Mit Backstage-Pass und Anrecht auf kostenloses Merchandising. Kostenloses Merchandising? Ja, ohne uns europäische Museen wäre die afrikanische Kunst nie so berühmt geworden, wie sie jetzt ist. Aber auf einmal wollen die nichts mehr mit uns zu tun haben und alles zurück. Das ist so ungerecht. Stopp. Also mal abgesehen von diesem völlig schiefen Band-Merchandising-Vergleich, was heißt denn auf einmal interessieren sich die Afrikaner? Die Rückgabeforderungen sind alt, aber die Bundesregierung und deutsche Museen haben immer auf Verzögerungstaktik gesetzt. Verzögerung? Ja. Taktik? Ja. Also diesen Vorwurf weiß ich entschieden. Zurück. Und wir Europäer haben doch den ganzen Krempel nicht gestohlen, sondern nur treuhänderisch aufbewahrt, damit nichts kaputt geht. Wir Europäer haben es einfach mitgenommen. Das ist doch der Beweis. Die Afrikaner können einfach nicht auf ihre Sachen aufpassen. Und wussten Sie eigentlich, dass die Briten die Benin-Bronzen in letzter Minute aus dem Königspalast gerettet haben? Die haben die Bronzen in Sicherheit gebracht. Und nur zwei Tage vorher wurde der Palast dann komplett zerstört. Das war knapp, mein lieber Scholli. Also die Briten haben vorher den Palast zerstört und die Bronzen eingesackt. Mein Gott, Herr Ehring, jetzt hören Sie doch mal auf mit der Wortklauberei. Vorher, nachher, Expeditionsher. Das verstellt doch den Blick auf die großen Zusammenhänge. Besorgte Europäer haben afrikanische Kulturgüter in Europa in Sicherheit gebracht und damit für die Menschheit gerettet. Gern geschehen. Ja, hat ja auch super geklappt. Ja, Europa legt sich in zwei Weltkriegen selber in Schutt und Asche. Bombenteppiche fallen auf deutsche Städte und deutsche Museen. Und in Afrika sind die Kunstgegenstände nicht sicher oder was? Ist doch absurd. Moment mal, in Afrika war auch Zweiter Weltkrieg. Ich sag nur Rommel der Wüstenfuchs. Aber da hatten wir die wichtigsten Sachen schon aus dem Weg geräumt. Bis auf die Pyramiden, die waren so groß. Naja, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal? Ich dachte, Sie gehen gerade den umgekehrten Weg und geben die Dinge zurück. Die Benin-Bronzen sollen doch nur ein Anfang sein. Wie ist es denn? Wann geben Sie denn zurück? Kamerun vermisst zum Beispiel immer noch seinen Kaiserthron. Kamerun vermisst seinen Thron? Ja. Wie konnten die denn vermessen? Der steht doch in Deutschland. Kleiner postkolonialer Kuratoren-Scherz. Jetzt mal im Ernst, wir haben den natürlich auch schon vermessen. 1,74 Meter hoch, 1,26 Meter breit, 1,55 Meter tief und wiegt 152 Kilogramm. Gern geschehen, Kamerun. Vielen Dank und auf Wiedersehen, Frau Dr. Mops Meissner. Ich hole noch mal ganz kurz den Akkuschrauber. Nein! Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.